Guten Morgen, Stefan nach Bonn. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie hier aus dem Deutschen Bundestag. Die Abgeordneten werden so gegen Mittag in erster Lesung über das Krankenhaustransparenzgesetz diskutieren. Zur Erinnerung, im Juli hatte sich der Bundesgesundheitsminister zusammen mit den Gesundheitsministern der Länder und mit den Ampelvertretern auf Eckpunkte einer Krankenhausreform geeinigt. Diese Eckpunkte hat grob gesagt drei Ziele. Einmal die Entökonomisierung der Krankenhäuser. Wir hatten es gerade schon ein bisschen in dem Film gehört. Da geht es darum, von der Fallpauschale wegzukommen zur Vorratshaltepauschale. Das bedeutet, nicht mehr jede Operation soll in jedem Krankenhaus stattfinden. Das wird dann auch eine Qualitätssteigerung, das ist nämlich der zweite Punkt, unter anderem mit sich führen, so die Hoffnung. Und man will das Ganze entbürokratisieren. Das Krankenhaustransparenzgesetz ist nun ein Gesetzentwurf zur Förderung der Qualität und der stationären Versorgung durch Transparenz. Es ist vorgesehen, dass der Bundesgesundheitsminister künftig zur Information und Aufklärung von Patienten über Leistungen, Ärzte und die Qualität der einzelnen Krankenhäuser informiert auf einer Internetplattform. Der Start soll bereits im April 2024 stattfinden. Und die Krankenhäuser werden eingeteilt in sogenannte Versorgungsstufen. Ein kompliziertes System, ist übrigens auch sehr umstritten. Wir werden gleich auch darüber reden. Als Beispiel, es gibt die sogenannten Maximal- oder Vollversorger. Das sind die sogenannten Level 3 Krankenhäuser in Zukunft. Die können sehr viele verschiedene Arten von Operationen, um es mal ein bisschen platter zu fassen. Es gibt dann die Level 2 Krankenhäuser. Das sind übrigens mit 467 Krankenhäuser die meisten in Deutschland. Die können ein paar wenigere Operationen. Dann gibt es Krankenhäuser, die auf einzelne Operationen spezialisiert sind und die ein oder andere Untergruppe, die durchaus umstritten ist. Alles sehr, sehr kompliziert. Es soll zwei beauftragte Institute demnächst geben, die diese Daten zusammensammeln. Bedeutet für die Krankenhäuser natürlich auch viel mehr Papierkram, noch mehr Papierkram, obwohl man doch Entbürokratisierung will. Und dann soll das Ganze also veröffentlicht werden als Serviceleistung für uns Patienten. Alles sehr, sehr kompliziert. Da habe ich mir mal zwei Ärzte zu Hilfe genommen. Genauer gesagt eine Ärztin, Frau Dr. Nezahat Baradari von der SPD. Sie sind Mitglied im Gesundheitsausschuss. Und Herr Dr. Pilsinger ebenfalls im Gesundheitsausschuss für die CDU-CSU. Frau Baradari, also das ist alles sehr kompliziert. Jetzt kommt noch eine Plattform dazu, die mich über die Qualität der Krankenhäuser informiert. Das kann ich mir eigentlich schon woanders aussuchen. Das Problem, was wir haben, ist, die Länder sagen, das kommt jetzt viel zu schnell. Wir müssen doch erst einmal die Krankenhausreform umsetzen. Und einzelne Länder haben schon gesagt, die Struktur der Krankenhäuser, wie viel bei uns dann übrig bleiben, wo sie sind, was sie können, das dauert bis 2026, 2027. Warum jetzt schon diese Plattform? Also ich denke, wir müssen hier unterscheiden zwischen der Krankenhausstrukturreform und dem Transparenzregister, was ja hier im Entwurf drinsteht. Es geht darum, dass wir Patientinnen und Patienten informieren wollen über die Klinikstandorte, welche Leistungen angeboten werden und welche personelle Infrastruktur vorherrscht. Dann nochmal ganz kurz die Kritik auch von außen, von den Ländern, von der Opposition. Das kann man doch heute schon. Wenn ich eine Augenoperation habe, dann werde ich natürlich nicht um die Ecke ins Krankenhaus gehen, sondern mich erstmal informieren, wo sitzen die Spezialisten, wenn ich es mir denn leisten kann. Das ist das nächste Problem natürlich. Richtig, aber wir wollen das in gebündelter Form haben. Das ist das Neue im Grunde genommen, damit der Patient nicht 20 Webseiten sich anschauen muss, sondern Informationen in gebündelter Form, wo wir auch noch ein paar mehr Informationen den Patientinnen und Patienten geben möchten. Auch was halt dem Qualitätsvorgaben, Leistungsgruppen etc. angeht. Das hat keinerlei Auswirkungen auf die Krankenhausplanung und auch auf die Krankenhausfinanzierung. Und ich denke, da liegt vielleicht auch das große Missverständnis, dass man das Transparenzregister mit der Krankenhausstrukturreform vermischen möchte. Ja, es hat keine Auswirkungen auf die Finanzierung. Wir haben ja gestern die großen Demonstrationen überall in Deutschland gesehen. Viele Krankenhäuser tragen Sorge, dass sie die Reform gar nicht mehr erleben und vorher pleite gegangen sind. Herr Pilsinger, Sie bringen heute genau in diese Richtung einen Antrag ein. Wo soll denn das Geld herkommen? Also wir sind für eine Krankenhausstrukturreform als Union, aber wir sagen, es muss schon so sein, dass die Krankenhäuser die Reform auch noch erleben. Und im letzten Jahr, in 2022, waren 20% der Krankenhäuser defizitär. 23 sind es 50% und im nächsten Jahr sind es 80% der Krankenhäuser, die defizitär arbeiten. Und im nächsten Jahr sind 30% der Krankenhäuser in Deutschland insolvenzgefährdet. Das sind 500 von 1700 Krankenhäuser. Und wir sind schon der Meinung, dass man, wenn man eine Reform machen möchte, dafür sorgen muss, dass strukturnotwendige Häuser, die für die Versorgung auch notwendig sind, dass die nicht vorher pleite gehen, bevor die Reform kommt. Und deswegen sagen wir, das Geld
muss man entsprechend auftreiben mit einem Strukturfonds, wie auch immer. Nämlich es muss schon so sein, dass überall in Deutschland noch die Menschen eine ordentliche Versorgung haben. Und dieses Transparenzgesetz, mal ganz im Ernst, das schafft nur Bürokratie und die Daten sind ja alle schon verfügbar. Frau Baradari, Sie haben gesagt, da muss man auf 10 verschiedenen Homepages nachschauen. Es gibt eine Homepage, die heißt gesund.de vom Bundesgesundheitsministerium. Karl Lauterbach sollte mal auf seine eigene Homepage schauen, nämlich da hostet er die Daten der DKG. Und da kann man ganz fein ausdifferenziert alle Daten abrufen, die Sie jetzt in Ihrem Gesetz nochmal neu aufrufen. Das Einzige, was das Gesetz bewirkt, ist, dass der Arzt und das Pflegepersonal noch mehr Dokumente im Krankenhaus ausfüllen müssen und noch mal mehr belastet sind durch irgendwelchen Bürokratiekram, aber keine Verbesserung für die Transparenz. Frau Baradari, das geht alles ein bisschen durcheinander. Sie haben es ja eben auch gesagt, in der Tat mit der Finanzierung. Dieses Gesetz hat mit der Finanzierung nichts zu tun. Da könnte man sagen, schade, kümmert sich die Bundesregierung noch über den Übergang oder nicht? Der Bundesfinanzminister hat es aber in mehreren Pressekonferenzen schon ein bisschen beantwortet. Er hat gesagt, wir haben 1719 Kliniken in Deutschland. Das ist eben im europäischen Durchschnitt viel zu viel. Also er geht dieses Risiko ein, dass die ein oder andere Klinik die nächsten 2-3 Jahre nicht überleben wird. Und der konkrete Anwurf gegenüber dem Gesetz, den würde ich dann auch nochmal wiederholen wollen und Sie fragen, wie kann man so ein Gesetz machen, was doch viel mehr Bürokratie jetzt auf einmal schafft? Also ich denke, wir müssen uns hier ehrlich machen. Die Kliniken hatten zum Beispiel vor dem Ukraine-Krieg und auch vor der Corona-Pandemie große Schwierigkeiten. Ich komme selber aus einem ländlichen Raum, habe meinen Wahlkreis dort. Und es geht darum, dass wir dort, wo Überversorgung ist, insbesondere in den Ballungsgebieten, wo jede 5 Kilometer eine Klinik vorhanden ist, dass wir dort halt eben eine Konzentration von Qualität haben und von den Leistungen. Und auf der anderen Seite, gerade in den ländlichen Gebieten, Herr Kollege, wollen wir natürlich die Daseinsvorsorge stärken. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da genauer gucken, wo braucht es halt eben Hilfen. Und Sie haben das eingangs auch erwähnt mit den Vorhaltepauschalen, indem wir Kliniken im Grunde genommen eine Grundfinanzierung geben, wovon auch insbesondere die Kliniken im ländlichen Raum profitieren werden. Frau Baradari, Sie haben recht mit der Krankenhausstrukturreform und wir verstellen uns auch nicht für die Vorhaltepauschalen. Aber die werden erst 2026 kommen und die Krankenhäuser werden es bis dahin in vielen Fällen nicht erleben. Und deswegen sagen wir, bis die Reform kommt, muss genug Finanzierung zur Verfügung stehen. Und besonders die ländlichen Räume sind in finanzieller Not, nicht die städtischen Häuser. Und wir sagen auch, es muss eine gewisse Konzentration geben. Aber was Karl Lauterbach macht, ist eine kalte Strukturbereinigung über eine Bankrottwelle, über die Krankenhäuser. Und deswegen, wir brauchen eine Brückenfinanzierung, bis die Reform kommt. Und da ist die Bundesregierung einfach in der Pflicht. Frau Baradari, noch mal konkreter gefasst, zum Beispiel diese Volkskrankheit Schlaganfall. Das ist ja die Sorge der Menschen auf dem Land. Da gibt es jetzt eine Klinik, die ist ohnehin schon 20 Kilometer weg. Kleine Klinik, ist vielleicht momentan nicht so wirklich gesegnet mit vielen Patienten, wird dann vielleicht zugemacht, dann fahre ich demnächst 50 Kilometer. Es gibt eine Regierungskommission, die gesagt hat, man könnte, indem man Schlaganfallkliniken breit streut, könnte man die Todesfälle massiv senken. Aber bei Schlaganfall ist es doch gerade der Fall, dass ich möglichst schnell in einer Klinik sein muss, also lieber schnell in einer kleinen Klinik, die vielleicht nicht optimal ausgestattet ist, als dann irgendwie in eine Großstadt zu fahren. Da bin ich mausetot vorher. Also Sie haben jetzt ein konkretes Beispiel genannt. Ich möchte Ihnen sagen, die Therapie im Grunde genommen fängt dort an, wenn der Schlaganfallpatient vom Rettungsdienst abgeholt wird, vom Notarztwagen. Dort muss die Therapie im Grunde genommen ansetzen, weil ansonsten müssen wir tatsächlich ein Krankenhaus haben, 1 Kilometer entfernt. Das ist das Wichtige jetzt gerade in diesem Beispiel Schlaganfälle. Aber lassen Sie mich noch mal auf meinen Kollegen zurückkommen. Ich frage mich, Herr Pilsinger, wo bleibt denn die Verantwortung der Länder? Die Krankenhausplanung bleibt in den Händen der Länder. Und was ist mit den Investitionskosten, die jahrelang von den Ländern nicht in einer verantwortlichen Weise angegangen sind? Denn dort besteht auch ein großes Defizit. Und natürlich haben wir auch jetzt im Vorfeld von Landtagswahlen etwas Getöse. Und da sollten wir uns ehrlich machen. Eben sagt der Bundesfinanzminister, sagt die Frau Baradari. Kollegin hat vollkommen recht, aber sie verwechselt da eine Sache. Es gibt die Betriebskosten und die Investitionskosten. Und momentan aufgrund der Inflation und der Tarifsteigerungen des Personals aufgrund der Inflation sind die Betriebskosten, die das Defizit auslösen.
Deswegen hat es nichts mit den Investitionskosten der Krankenhäuser zu tun, wofür die Länder zuständig sind. Deswegen, die Bundesregierung sollte bei den Betriebskosten endlich ihren Aufgaben nachkommen, damit sie nicht pleite gehen, die Krankenhäuser. Und die Länder sind natürlich in der Pflicht, entsprechende Investitionskosten zu bringen. Aber das hat momentan mit den Defiziten der Krankenhäuser nichts zu tun. Nur kurz zur Information. Auf das Gesetz nochmal zu kommen, da kriegen Sie auch massive Kritik aus den Ländern, auch von eigenen SPD-Politikern, wie zum Beispiel Frau Köpping, das ist die Gesundheitsministerin in Sachsen, die sagt, diese Reform kommt viel zu schnell. Wir Länder müssen ja erstmal unsere Strukturreform abschließen. Das ist schließlich Ländersache. Und es gibt den Vorwurf, dass der Bundesgesundheitsminister mit dieser Reform sich durchsetzen will gegen die Länder. Da geht es nämlich um die sogenannten Leistungsgruppen, die er als Definition nimmt, welches Krankenhaus in welches Level kommt. Diese Leistungsgruppen, da hatte man gemeinsam diskutiert, wurden zumindest in der Enge abgelehnt, die der Bundesgesundheitsminister vorgelegt hatte damals. Also nochmals, wir müssen unterscheiden zwischen dem Transparenzregister, diesem Gesetzesentwurf und der Krankenhausstrukturreform und was die Leistungsgruppen halt eben angeht. Es gibt in beiden viel Kritik, das war meine Frage. Das ist richtig. Die Kritik allerdings am Transparenzregister kann ich absolut nicht nachvollziehen. Wir sind in der Pflicht, den Bürgerinnen und Bürgern und den Patienten und Patienten bestmögliche Informationen zu geben. Dass wir im Rahmen einer Reform natürlich durch ein Nadelöhr gehen müssen, ist klar. Es wird auch am Anfang mehr Bürokratie bedeuten, ja, aber gerade wenn wir die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranbringen wollen, werden wir halt eben dieses Tal der Tränen durchgehen müssen. Und ich bin mir sicher, dass wenn da mehr Daten vorhanden sind, dass wir da auch bessere Strukturen zukunftsgerichtet auch anpassen können. Was die Leistungsgruppen angeht, ich denke, das ist doch auch in unserem Interesse, wenn wir unseren Vater, unsere Mutter oder unser Kind in ein Krankenhaus bringen, möchten wir wissen, welche Leistungsgruppen werden von einem Krankenhaus angeboten, wie viele Operationen werden gemacht. Und wie ist die Personalstruktur dort? Herr Pilsinger, ganz kurz, Leistungsgruppen müssen wir noch mal definieren. Und vor allen Dingen ist es ja so, dass in diesem Gesetz, das habe ich auch noch nie in einem Gesetz gelesen, wird also über Leistungsgruppen und Level gesprochen. Und dann wird gesagt, und wenn dann die Länder sich gemeinsam mit uns auf Leistungsgruppen geeinigt hat, arbeiten wir das noch mal nach. Also das habe ich noch nie in einem Gesetz so gelesen. Ja, also das Gesetz kommt zu früh. Man sollte erst die Reform machen, dann die Transparenz. Dann weiß man auch, wer was dauerhaft anbietet. Und ich habe einen Tipp für die Zuschauer. Gehen Sie auf www.gesund.de und da können Sie all die Daten, die Kollegin Bardari jetzt gerade angesprochen hat, nochmal abrufen und sich genau informieren, welches Krankenhaus wie viel Fallzahlen und welche Leistungen es anbietet. Also das, was im Gesetz steht, das gibt es alles schon auf der Plattform www.gesund.de. Und Karl Lauterbach schafft sich ein Problem, um so Aktionismus zu zeigen, ohne wirklich ein Problem zu haben, so wie er es darstellt. Aber ich will ein Problem mit Ihnen diskutieren, wenn es jetzt so kommt und die ein oder andere Klinik eben von 1719 es nicht überleben wird, dann die Angst auf dem Land, haben wir ja schon besprochen, dann ist aber trotzdem Fakt, dass die Bundesrepublik Deutschland immer mehr Bevölkerung hat, dass immer mehr Leute ins Krankenhaus gehen müssten. Dann gibt es nur noch weniger Krankenhäuser, die werden völlig verstopfen. Wollen Sie das Ganze bei den Hausärzten abladen oder wie soll dieses rein mathematische Problem denn gelöst werden? Also Sie sprechen im Grunde genommen die Notfallversorgung an, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja. Richtig, da gibt es ein Problem, dass die Krankenhäuser deshalb verstopft werden, weil halt eben auch Bagatelle dort auftauchen. Und das wird halt eben auch in der Notfallversorgungsreform nochmal geregelt werden. Das ist das Entscheidende. Gerade halt eben nach der Corona-Pandemie erleben wir, dass viele Betten im Grunde genommen nicht belegt sind. Also da kann von Verstopfung im Grunde genommen keine Rede sein. Und die Bundesregierung hat im Rahmen dieser Krisen mehrere Milliarden Euro den Ländern auch gegeben. Über 22 Milliarden Euro, unter anderem für die Unterstützung der Intensivbetten. Aber das kann auch kein Fass ohne Boden sein. Und deswegen müssen die Länder auch ihrer Verantwortung nachkommen, auch was die Investitionskosten angeht, gerade jetzt, wenn wir sehen, wie hoch die Energiepreise sind. Also dazu gehört auch Gebäudesanierung und dazu gehören auch umweltfreundliche Energiemaßnahmen. Herr Pilsinger, wie würde die Union dieses Kernproblem lösen? Es kann nicht jede Klinik überleben. Da bin ich dann ganz bei dem Bundesgesundheitsminister. Tut mir leid für die Menschen, die da gestern demonstriert haben. Aber es muss sich ja irgendwo tragen. Aber dennoch ist es so, dass ja immer mehr Menschen immer älter werden, immer mehr Probleme haben. Wir werden auch immer mehr Menschen. Wie würden Sie denn das Problem lösen? Weniger Kliniken? Mehr Menschen, mehr Belastung beim Hausarzt, die können eigentlich auch nicht mehr. Also wo soll das enden? Also ich glaube, was wir anders machen würden, wir würden nicht die Politik gegen den ländlichen Raum machen. Ich halte es ja für ein Konjunkturprogramm für die AfD, was der Bundesgesundheitsminister Lauterbach momentan macht. Wir sind der Meinung, dass man überall in Deutschland, was die Akutversorgung betrifft, bei Schlaganfällen, Herzinfekten und Operationen, die akut zeitlich notwendig sind, überall in Deutschland schnell ein erreichbares Krankenhaus haben muss. Und wir sind aber auch der Meinung, dass Operationen beispielsweise
beispielsweise wie bei der Hüfte oder die einfach länger Zeit haben, in größeren Zentren gemacht werden müssen. Und wir würden ein Gesetz auf den Weg bringen, erstmal, dass die Krankenhäuser nicht vor der Reform pleite gehen. Nämlich, ich glaube, auch versorgungsnotwendige Häuser müssen noch am Netz bleiben. Und wir würden das Geld zum Beispiel dafür hernehmen, dass wir unnötige Projekte wie den Gesundheitskiosk, wie den Karl Lauterbach über ganz Deutschland ausrollen würde. Dieses Geld würden wir zum Beispiel einsparen und für die Krankenhäuser ausgeben, um die Brückenfinanzierung sicherzustellen. Ich glaube, es gibt viele Projekte, die momentan aus ideologischen Gründen gemacht werden und die könnte man sich einsparen durch andere Schwerpunktsetzungen und das Geld könnte man noch besser investieren. Aber abschließend durch diesen Atlas, werden da einzelne Krankenhäuser so abgewertet, dass die dann auf Dauer daraufhin auch pleite gehen, weil die Patienten sagen, dann fahre ich die 20 Kilometer weiter zu dem besseren Krankenhaus? Also ist es so, dass wir halt eben eine Level-Einteilung haben wollen und auch die integrierte Versorgung übrigens stärken wollen. Ein Punkt zu Gesundheitskiosken, das kann man und sollte man meiner Meinung nach nicht ganz über Deutschland ausrollen. Aber wir haben tatsächlich soziale Brennpunkte und auch dort müssen wir diese Menschen versorgen. Und letzter Punkt, Herr Kollege, entschuldigen Sie, Sie haben die Katze aus dem Sack rausgelassen, dass die AfD davon profitieren würde. Ich lade Sie wirklich zu einer konstruktiven Oppositionspolitik ein, damit genau dieses Problem oder was wir angehen mit der Krankenhausstrukturreform nicht durch Wahlkampfgetöse und durch Ihre Aussagen bei der AfD einspielt. Wir können leider nicht mehr weiterreden. Drinnen geht's los, Frau Baradari. Vielen Dank, dass Sie da waren. Gegen Mittag werden die Abgeordneten darüber diskutieren. Bärbel Baas ist bereits gekommen und jetzt geht es zunächst mal um einen großen Sozialdemokraten, Otto Wils. Er wäre in der vergangenen Woche 150 Jahre alt geworden.